Welch ein glücklicher Anblick in schweren Zeiten. Die Sonne scheint und die Musik spielt auf die Bitte. Wir vom Lokalfernsehen München sind diesmal rechtzeitig, um nicht zu sagen frühzeitig da. Wir stehen vor dem Augustiner am Platz und das hat einen ganz besonderen Grund. Die berühmte oder inzwischen berühmte Kapelle, Musikkapelle, heutzutage sagt man Band, La Brass Banda wird hier live aufspielen in einer großen PR-Aktion, nachdem sie in etlichen zentralen Gasthäusern Münchens bereits ihr Können präsentiert haben. Wir sind wieder oder immer noch vor dem Augustiner am Platz und freuen uns, dass einer der führenden Köpfe dieses wunderbaren Lokals neben mir steht. Es ist Herr Zentgraf. Wie ist denn die Stimmung heute und gerade jetzt? Die Stimmung ist sehr gut und wir freuen uns riesig auf den Auftritt der Band La Brass Banda. Und das Wetter passt. Und der Begriff Gossenmaß hat ja Bezug zu dem, was Sie anbieten. Ja, ich habe gehört, die Single wird wohl Gossenmaß heißen, die neue Single der Band, und wir freuen uns auf jeden Fall richtig. Wahnsinn schöner kleiner Wirtsneisel da. Und danke, dass wir da sein dürfen. Und es ist jetzt eine kurze Unterbrechung, wenn es zu viel Lärm ist. Entschuldigung, wir haben gleich wieder weg, okay? Aber wir haben eine ganz neue Geschichte dabei und haben das erste Mal jetzt wirklich ein Mikrofon heute. Das ist der sexiste Mann vom Kerngau. Macht ein bisschen Wasser, Maxi! Hast du Muskeln, Maxi? Die Nummer heißt nämlich Gossenmaß, die ist Nickel Level 9. Wir werden sie euch kurz vorspielen, dann hauen wir uns mal rein und dann bringen wir halbe und danke für den wunderschönen Tag. Eins, zwei, drei, boom! Ich werde mal einen Schluck. Weil sonst geht's weiter. Und da können wir nichts mehr machen. Das ist verboten dabei. Ich sitze durch die Fenster drum und schau mir dein Foto. Meine Zeit mit dir war unbeschreiblich wunderschön. Wir waren die Wiesen glatt versammelt, vor lauter Lachen gerät haben. Ich denk so gern an dich. Als man noch am Bau war und so tief im Tausch haben, nur mit Zahl und Gossenmaß, 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 unser Maskott ist getan. Nur mit Tor und Gossenmaß, 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 möchte nimmer gehen, wir sind fremd beieinander, wir brauchen ohne Geld, wir müssen nicht.
für Geld, da rollt die Bauern kaum noch still. Seit dem letzten Euro, am Euro vergangen geschahen. Rufen doch schnell alle zusammen, wenn der Kost und der Schütz gefahren. Und feiern die Männer mal, dann vom Bauern die Rakete, Maskrück in der Mütze steht. Nur ein Erfolg und kostet was, kostet was, kostet was. Servus. Ah, mit Eri. Seid schon da. Servus. Wir sind beim Aiinge am Platzen, eines der bekanntesten und berühmtesten Gasthäuser, zu denen auch diese Labras Banda inzwischen auch berühmt gekommen ist. Und hier kann ich begrüßen mit voller Freude den Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Herr John. Herzlich willkommen. Wie ist die Stimmung heute?
sie ist grandios. Ich meine, das Wetter ist hervorragend. Die Musik ist einfach einzigartig und dann noch in der schönen Gastronomie das Ganze genießen zu können, besser geht's auch gar nicht. Nehmen Sie solche Termine gerne wahr? Unbedingt. Und wir versuchen auch, die Bands zu unterstützen, wo es nur geht. Es gibt aber andere Bands, die mehr Unterstützung brauchen. Die Labas Banda ist ja omnipräsent im Radio. Gerne einfach an uns wenden und wo was geht, da helfen wir gerne. Wir machen auch immer wieder gemeinsame Kooperationen mit Biergärten, wo dann Bands aufspielen können. Also einfach an uns wenden und wir versuchen zu helfen. Ist ja super. Und wie gefällt Ihnen persönlich diese Art von Musik? Ach, ist genial. Also ich liebe sie. Ich habe auch noch keinen getroffen, der nicht gleich mitgerissen war von den Songs, von den Liedern, von allem drum und dran. Und wie geht es dem Gaststättenverband und wie geht es den Gaststätten? Welche Meinung haben Sie denn zu dieser Umsatzsteuer? Ich bin der Meinung, man sollte die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer von 19 auf 10 senken. Und dann ist es erstens leichter zu rechnen. Zweitens würde man der kostengeplagten Gastronomie, die so viel für den Tourismus tut, ja, entlasten. Sie muss wieder reduziert werden, aber dann auf den Satz von 7%, weil das schafft ja nur Wettbewerbsgleichheit. Wir sind ja jetzt in dieser komischen Situation, übrigens als eines von ganz, ganz wenigen Ländern in der Europäischen Union, die Essen im Laden oder to go anders besteuert, als wenn ich mich hinsetze. Das ist ja höchst ungerecht, denn, absolut. Denn für den Tourismus und für die Gastlichkeit, für den ganzen gesamten Tourismus ist ja das Verweilen und die Örtlichkeit mit den Restaurants entscheidend. Ja, nicht nur das, es ist auch gesünder, sich hinzusetzen, frisch zubereitete Speise zu genießen. Und der Staat fördert genau momentan das andere. Ja. Also ich verstehe den Staat auch nicht immer, aber herzlichen Dank, dass wir uns auch hier einig sind. Danke, Herr Jung. Ich danke, bis dann. Check, check, one, two. Check, check. Bitte pfeift zum Leute. Servus miteinander, Alarm. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Jetzt sind wir endlich auch beim Aienger am Platzl, nachdem wir schon einige Restaurants mit der Labrassband hinter uns gebracht haben. Ja. Wie ist die Stimmung heute und bei Ihnen? Bei uns ist die Stimmung allgemein immer gut, aber heute ist natürlich besonders, wenn Labrassbanda da ist. Ich meine, das macht natürlich was und die Leute finden das super, wenn so eine bekannte Musikband da bei uns spielt und dann noch so ein Lied mit so einer Gossenmast, das macht meine Leute auch eine schöne Stimmung. Und die Gossenmast ist genau abgestimmt auf den Titel des neuen Liedes, ja, und mit ihrem gastronomischen Angebot, oder? Wir schauen mal, ob sie sich bewährt. Heute checken wir es mal aus, mal schauen, wie die Nachfrage ist. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Freund davon, weil ich trinke gerne ein normales Bier, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht gibt es Leute, die deswegen auch kommen. Ne? Wäre zu wünschen. Das ist ja nochmal ein neues Verkaufsargument. Eine Familienbrauerei seit 1878. 1878. Es gibt also die Tradition, Horn zu führen, egal mit welchen Mitteln, also Digitalisierung, Modernisierung, Marketing und bis in die USA, glaube ich. Ja, wir exportieren schon ein paar Länder. Also USA ist einer der guten Märkte, auch Italien geht ganz gut. Also das sind schon, man kann ins Ausland exportieren, das Bier wird geschätzt sorten. Und ich glaube schon, dass gerade so kleine Brauereien auch einen Vorteil haben, weil es halt die Tradition dahinter steht, das Authentische dahinter, eine Familie dahinter und eine sehr gute Qualität muss darin auch bieten und unser Bier ist sehr gut. Gut, dass du schon. Herzlichen Dank. Bitte. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Auf geht's.
Ich bin nicht aufgerufen zum Arsch, weil...